Es wurde halt nicht kommuniziert, dass wir ein Teil von einer Marketingstrategie sind. Wer einmal in Berlin war, weiß, es ist die Streetart- und Graffiti-Hauptstadt. Bei bestimmten Projekten wurden halt wirklich so Dinners gemacht und es wurden Leute eingeladen, die die Wohnungen kaufen sollten. Also es war schon klar, dass da eine Wohnung gebaut oder das Haus abgerissen wird. Das wurde von vornherein auch kommuniziert. Dennoch, so eine klare Trennung zwischen Kunstförderung und Immobilienverkauf war für ihn bei den Projekten, an denen er beteiligt war, nicht zu erkennen. Wir dachten wirklich, das wäre so ein freies Ding und wir würden hier supported im Endeffekt. Und wenn man halt überlegt, was dann für einen Marktwert, für einen Werbewert dabei rausgeneriert wurde und wir einfach nur Mittel zum Zweck waren, das fand ich einfach so ein bisschen die bittere Note daran. Ne?